Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie man einen festen Retainer richtig reinigt. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Bevor wir mit dem Video loslegen, würde ich mich super darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn euch irgendeins meiner Videos bisher schon geholfen hat, würdet ihr mir eine Riesenfreude damit bereiten, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und gebt auch gerne einen Daumen hoch, denn damit unterstützt ihr meinen Kanal und helft mir dabei, noch vielen weiteren Menschen zu helfen. In diesem Video soll es also wirklich nur um den festen Retainer, also den Retainer-Draht, der auf der Innenseite der Frontzähne eingeklebt ist. Um den soll es in diesem Video gehen. Nicht um lose Retainer. Es gibt ja auch lose Retainer, die man herausnehmen kann, die nur nachts getragen werden. Da gibt es viele verschiedene Varianten von. Die meine ich heute nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie man solche losen Retainer richtig reinigt, dann schaut euch mein Video an, wie man Schienenprothesen und lose Zahnspangen richtig reinigt. Denn dazu zählen eben auch lose Retainer. Die reinigt man genauso. Ich verlinke euch das Video einmal. Guckt da rein, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie man einen losen Retainer richtig reinigt. Heute geht es, wie gesagt, um den Draht, der auf der Innenseite der Frontzähne eingeklebt ist. Wenn ihr da so einen Draht habt, manche haben nur unten einen, manche haben oben und unten einen. Auf jeden Fall ist die Zahnreinigung ja dadurch erschwert. Gerade auch am unteren Retainer sammelt sich sehr oft Zahnstein. Denn genau in dem Bereich unter der Zunge, dort treten die Hauptspeicheldrüsen aus. Und das ist auch der Grund, warum ihr an der Innenseite der Unterkiefer-Schneidezähne als erstes Zahnstein bekommt. Dort bildet sich sehr, sehr schnell Zahnstein, weil da eben sehr viel Speichel ist. Und in dem Speichel sind Mineralien und dadurch verkalkt der Zahnbelag sehr schnell. Und das ist letztendlich der Zahnstein, den ihr da auf der Innenseite habt. Und an einem Retainer sammelt sich ganz besonders schnell Zahnstein, weil er eine eher raue Oberfläche hat und auch, weil ihr ihn einfach nicht so gut reinigen könnt. Und darüber sprechen wir heute, wie man ihn am besten reinigt. Ihr müsst natürlich ganz normal eure Zähne putzen und da verwendet ihr die Zahnbürste, die ihr immer nehmt, sei es eine elektrische Zahnbürste oder eine Handzahnbürste. Die ihr zum normalen Zähneputzen nehmt und da putzt ihr einfach einmal drüber. Ich mache euch das einmal vor, egal ob ihr per Hand oder elektrisch putzt, haltet ihr die Zahnbürste am besten an der Stelle senkrecht und nicht horizontal, sondern so von oben und achtet darauf, dass ihr auch weit genug runter putzt bis zum Zahnfleisch, also dass ihr den Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch auch richtig putzt, aber eben auch den Bereich um den Retainer. Und oben genau das gleiche, da haltet ihr die Zahnbürste wieder senkrecht und putzt einfach mal über den Retainer drüber. Dann würde ich schon beim normalen Zähneputzen ein bisschen darauf achten, wenn das jetzt der Draht ist, dass ihr versucht dahinter zu haken, also da drüber und da drunter richtig putzt und nicht einfach nur gerade drauf haltet, sondern so ein bisschen um die Kurve da geht und auch den Bereich direkt darüber oder direkt darunter richtig reinigt. Unten genauso, dass ihr einfach ein bisschen darunter und darüber putzt und ja einfach die Kurve so ein bisschen mitnehmt. Mit einer normalen Zahnbürste ist es aber trotzdem ein bisschen schwierig, da anzukommen. Egal wie klein der Bürstenkopf von der normalen Zahnbürste ist, ist er immer noch verhältnismäßig groß. Und darum würde ich euch empfehlen, zusätzlich hinterher, zumindest einmal am Tag, also am besten abends, immer noch mit einer Solozahnbürste nachzuputzen. Eine Solozahnbürste kann auch Singlezahnbürste oder ein Büschelbürste genannt werden, ist ganz egal, es meint alles das Gleiche, nämlich eine Zahnbürste mit so einem kleinen Borstenbüschel vorne dran. Gibt es von verschiedenen Firmen, ich habe jetzt mal hier die von Curaprox gerade da. Von Curaprox gibt es verschiedene Ausführungen und zwar einmal die 1009, die würde ich euch als erstes empfehlen. Die hat etwas längere Borsten, nämlich 9 mm lange Borsten und ist auch etwas abgewinkelt. Damit kommt ihr eigentlich ganz gut auf der Innenseite an vom Winkel her. Dann gibt es noch die 1006, die hat 6 mm lange Borsten, ist also etwas kürzer und auch etwas härter. Und dann gibt es noch so eine Zahnbürste hier, die hat mehrere kleine Borstenbüschel vorne. Das ist die 708 Implant Ortho und die ist einfach nochmal anders abgewinkelt.
Und der Winkel kann euch auch helfen, da ganz gut anzukommen. Ihr seht das nochmal hier im Vergleich. Ist nochmal ein anderer Winkel. Von dem Winkel her finde ich die auch gut, um dort richtig anzukommen. Allerdings finde ich den Putzbereich immer noch ein bisschen zu groß. Deswegen mein Favorit wäre hier die 1009 mit den etwas längeren Borsten. Aber die gibt es, wie gesagt, auch von anderen Firmen. Aber ich würde euch wirklich ans Herz legen, mit irgendeiner dieser Solo-Zahnbürsten nach dem normalen Zähneputzen nochmal nachzuputzen. Zumindest einmal am Tag. Denn damit kommt ihr einfach besser dort an und ihr könnt es gründlicher reinigen. Von Curaprox gibt es so einen Single-Bürstenaufsatz auch für elektrische Zahnbürsten, also für die Schallzahnbürste. Bei der Hydrosonic Pro ist der Bürstenaufsatz dabei, aber er passt auch auf die anderen Modelle. Falls ihr ein anderes Modell von Curaprox habt, da passt er auch drauf. So, und das wohl größte Problem, wenn man einen festen Retainer hat, sind die Zahnzwischenräume. Dass man die Zahnzwischenräume richtig reinigen kann, weil dann genau da ist der Retainer ja festgeklebt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Zahnzwischenräume zu reinigen. Zahnseide ist so ziemlich das bekannteste unter diesen Möglichkeiten. Wenn ihr aber einen festen Retainer habt, funktioniert es meistens nicht, weil der Retainer im Weg ist. Probiert es trotzdem gerne mal aus. Es kann sein, es kommt immer ganz darauf an, erstens, wie der Retainer geklebt ist und auf welcher Höhe er geklebt ist und auch, wie breit der Retainer ist. Da gibt es verschiedene Varianten und je nachdem, wie es geklebt ist und wie es aussieht, kann es funktionieren oder eben auch nicht, aber probiert es gerne mal aus. Wahrscheinlich wird es aber nicht funktionieren. Und dann gibt es noch zwei andere Möglichkeiten, die Zahnzwischenräume zu reinigen. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist eine Interdentalbürste. Wer hätte es gedacht? Mit der Interdentalbürste kommt ihr ja unter den Draht und könnt somit sehr, sehr gut den Zahnzwischenraum reinigen. Es kann aber sein, dass eure Zahnzwischenräume sehr, sehr eng sind und der Retainer vielleicht auch ein bisschen tiefer geklebt ist, dass insgesamt nicht so viel Platz dort ist und ihr mit einer Interdentalbürste nicht wirklich gut durchkommt. In dem Fall würde ich euch empfehlen, ich sag's wahrscheinlich jetzt sehr, sehr oft schon, aber probiert mal die Interdentalbürste, die kleinste Größe von Curaprox aus, weil Curaprox einen chirurgischen Draht verwendet. Im Vergleich zu anderen Herstellern, die keinen chirurgischen, sondern einen herkömmlichen Draht verwenden. Und dieser chirurgische Draht, den Curaprox verwendet, der ist einfach nochmal dünner. Und damit ist die kleinste Größe von Curaprox auch nochmal dünner als die kleinste Größe von anderen Herstellern. Das heißt, wenn ihr die kleinste Größe von einem anderen Hersteller verwendet habt und die nicht passt, probiert gerne nochmal die kleinste Größe von Curaprox aus. In vielen Fällen passt die Größe dann. Probiert es einfach mal aus. Das ist die türkisene Nummer Prime 06 ist das. Und ja. Meistens funktioniert es dann. Und dann gibt es noch als dritte Möglichkeit Superfloss. Habe ich auch schon ein ganzes Video drüber gemacht. Schaut gerne mal rein. Ich verlinke euch das auch nochmal. Auf jeden Fall unten in der Beschreibung findet ihr nochmal das Video über Superfloss. Da erkläre ich ganz genau, wie man das verwendet. Ich wiederhole es noch einmal ganz kurz. Ihr habt beim Superfloss einen Teil, der sehr, sehr stabil ist. Damit fädelt ihr die Zahnseide ein. Dann habt ihr einen zweiten Teil, den mittleren Teil, das ist dieser flauschige Bereich. Damit reinigt ihr den Zahnzwischenraum. Also hiermit habt ihr es eingefädelt, zack, und dann hiermit mit dem flauschigen Teil reinigt ihr es. Und meistens haben die als dritten Teil noch ganz normale Zahnseide dran. Die braucht ihr dann in dem Fall nicht. Bei Superfloss gibt es auch verschiedene von verschiedenen Herstellern und die unterscheiden sich ein bisschen. Die, die ich hier gerade in der Hand habe, die ist wirklich sehr flexibel und wenn man sie zieht, wird sie sehr, sehr dünn. Dann ist sie von der Dicke her eigentlich so dick wie eine dicke Zahnseide. Es gibt ja auch Zahnseide mit so aufquellenden Fasern, die ein bisschen dicker ist und ungefähr die Dicke hat die dann, wenn ihr sie so lang zieht. Das heißt, sie ist verhältnismäßig dünn. Und dann gibt es noch andere Superfloss von zum Beispiel Dontodent. Habe ich ja auch da, die von Dontodent. Die ist aber sehr, sehr starr, stabil und lässt sich nicht so dünn machen. Also die bleibt so dick, wie sie ist. Kann sein, dass die zu dick ist. Aber probiert es gerne mal aus. Es kommt ganz auf eure Zahnzwischenräume drauf an, wie viel Platz da ist. Also fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Ihr putzt erst ganz normal eure Zähne, versucht aber schon ein bisschen
ja, den Bereich besonders gründlich zu putzen, indem ihr direkt darüber, darunter putzt, ein bisschen um die Kurve rum. Also ihr achtet einfach schon mal ein bisschen darauf beim Zähneputzen. Dann nehmt ihr eine Solozahnbürste dazu und putzt mit der Solozahnbürste nochmal nach. Mindestens einmal am Tag, am besten abends. Und für die Zahnzwischenräume, die man auch einmal am Tag reinigen sollte, habt ihr drei Möglichkeiten. Entweder Zahnseide, was aber wahrscheinlich nicht funktionieren wird, oder Interdentalbürsten, eine sehr, sehr gute Variante, die Zahnzwischenräume zu reinigen. Oder aber Superfloss funktioniert auch sehr gut. Und das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr ganz genau im Detail über die einzelnen Möglichkeiten, wie man Zahnseide benutzt, wie man Interdentalbürsten benutzt, Superfloss benutzt, die Solozahnbürste benutzt, ich habe da über alles schon Videos gemacht. Ich verlinke alle interessanten Videos zu den Themen nochmal unten in der Beschreibung. Ihr könnt aber auch auf meinem Kanal auf den Reiter Playlists gehen. Und da habe ich alle wichtigen Videos in die Playlist getan. Zahnseide, Interdentalbürste, Superfloss. Oder aber eine Playlist über Schallzahnbürsten habe ich auch noch. Also schaut auf jeden Fall in die Playlist oder unten in die Beschreibung. Da findet ihr nochmal ganz viele weitere Videos, die euch helfen können, wie man das richtig verwendet. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, und drückt auf die Glocke. Denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!